Hallo Freunde von Shakes und Fidget, es ist wieder soweit. Wir machen eine neue Runde und holen hier erstmal ordentlich Ressourcen ab. Und das hier ist unser Festungsschar. Und ja, die Frage ist, was bauen wir jetzt oder bauen wir überhaupt was? Wir haben genug Gold, um die nächste Festungsstufe auszubauen. Gucken mal kurz rein, wurden wir jetzt angegriffen? Na, heute noch nicht, von daher könnten wir vielleicht sogar das Gold behalten? Wir holen ja erstmal noch ein bisschen was ab. Und können ja mal hier ganz gemütlich im Zauberladen gucken. Aber nee, das Ding bringt nichts. Eine Brustplatte, aber leider die falschen Attribute. Mal gucken. Ausdauer? Nee, nicht wirklich. Und ja, von daher kaufen wir hier erstmal nichts ein. Und ja, Dungeons wollten wir ja auch nicht mehr machen. Von daher ist die Frage, bauen wir noch was aus? Ich würde sagen, da wir zurzeit ein bisschen wenig Ressourcen haben. Mal gucken, was kostet das? 180 Gold. So, wovon brauchen wir mehr? Hiervon haben wir fast die Hälfte. Holz fehlt noch viel, viel mehr wie die Hälfte. Von daher bauen wir erstmal einen Tag 10 Stunden Holz aus. Ganz geschmeidig. Bis dahin haben wir auch wieder genug Holz drinne, genug Gold. Können wir danach gleich noch einen Steinbruch bauen. Dann ist das auch alles wieder auf einer Stufe. So, kurz mal die Alu auf dem Hauptschar runterklicken, aber da haben wir auch einen Scheißhaufen gekriegt. Den müssen wir gleich noch verkaufen. Ah, was nehmen wir hier? Oh, ich hatte eben eine Quest, die gab 1,1 Millionen für 10 Minuten, aber ich dachte mir, ich bin clever und nehme nur eine 2-Minuten-Quest, die 200 gibt. Aber mittlerweile habe ich da schon ein Minus gemacht, außer die nächste bringt irgendwie 800. Denn hätte sich's noch gelohnt, aber sonst, also eine 5-Minuten-Quest mit 800, aber sonst war es echt Minus. So, wir haben, naja, okay, der bringt einiges. Wir könnten ja auch erstmal den Magiersock, Entschuldigung, dass es so durcheinander ist, jetzt machen wir erstmal hier dann fertig. So, der Magier. Wir haben hier 513 gerade eben bekommen. Mal gucken, wo ist hier das Schlechteste drin? 78. Ja, ich glaube. Ja, 78 ist das Schlechteste. Der Ausdauerstein ist zwar schlechter, würde ich im Normalfall jetzt auch austauschen. Aber ich habe ja gestern gesagt, bei den Ausdauer kommen noch 25% durch den Trankbonus drauf und bei Int nicht. Von daher ist das, wenn man hier die 25% noch mit drauf rechnet, sind das viel, viel mehr. Und deshalb tauschen wir erstmal hier den Intelligenzstein aus. Und er macht etwas mehr Schaden, was Schönes. Und wir müssen auch noch unserem Bertram noch aufleveln. Wir können ja mal gucken, wie viel er da an Leben dazu kriegt. Naja, gute 100.000. Immerhin ein bisschen was. So, ja, unser Gildenkampf. Wir haben ihn gewonnen. Ja, yeah, da freue ich mich aber mal so richtig. Ist ja nicht so, dass wir den nicht jeden Tag gewinnen würden. Ist schon lange her, dass wir da mal abgelost haben. So, Festung. Das ist ja eigentlich das, was wichtig und spannend ist. Wie ihr seht, ich habe noch nicht genug Stein zusammen, um das Ding hier auszubauen. Aber wir könnten jetzt ja mal drehen. Wir müssen einmal kleinen Stein kriegen und dann können wir das Ding fertig pilzen. Das sollte ja eigentlich möglich sein und da haben wir es schon. Von daher würde ich sagen, wir pilzen das Ding jetzt hier fertig. Ja, wirklich und ausbauen. Endlich. Weil ich bin hier so am Kotzen. Hab mir heute Morgen noch das Let's Play von dem Blacky Let's Player angeschaut. Und der hat jetzt auch schon Festung 11 seit, weiß ich nicht, 3 Tagen oder 5 Tagen im Bau. Und ich immer noch nicht. Von daher, da muss man irgendwann mal aufholen. Also ist echt, alle sind schon weiter. Wie ich, nur ich dümpel hier noch irgendwo unten rum. Der hat zwar hier Mauer, weiß ich nicht, die hat da noch gar keine Steine, glaube ich, die ist aus Holz und hier Verteidigung überhaupt nichts Gutes, aber Festung 16 im Bau. Und das geht mal gar nicht. Das war mir eben die, was waren es, knappe 200 Pilze einfach mal wert. Und jetzt können wir ja auch nochmal hier aufrüsten, dann haben wir auch ein paar mehr Bogenschützen, dann ist die Verteidigung nochmal hochgezogen. Wir brauchen zwar 27.000 Steine, aber wir haben noch 4 Stunden Zeit und da der Steinbruch knappe 10.000 macht, haben wir bis dahin auf jeden Fall genug. Ah, Holz müssen wir abholen. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, sonst produziert es ja nicht weiter. Da haben wir jetzt erstmal einen kleinen Puffer, aber wir kriegen jetzt täglich in etwa nur 100.000 Holz rein durch die normale Produktion, aber oder 200.000 Holz
Und fast 100.000, ein bisschen über 100.000 Steine, je nachdem, wie oft ich hier auf Edelsteinsuche gehe. Das heißt, irgendwann ist der Abstand hier nicht mehr ganz so groß, wenn wir jetzt erstmal versuchen, hier die Lager voll zu kriegen. Aber wir haben erstmal wieder jetzt 11 Tage Zeit. Mal gucken, nach wie vielen Tagen wir die Lager hier voll haben. Ich denke mal so, naja, 10 Tage brauchen wir da auf jeden Fall. Aber wir müssen erstmal zu Ende drehen. Mal gucken, Gold, das ist schön. Haben wir noch was zum Ausbauen? Das Kleine war zwar ein bisschen wenig, aber hier 8 Millionen, das ist gut. Und jetzt kommt Stein, jetzt wo wir es erstmal nicht mehr brauchen. Und nochmal, also Gold ist heute echt verdammt viel drin. Also auch kommt auch manchmal wenig Gold, aber wir kommen sehr oft auf Gold. Und nochmal Holz und nochmal Stein und nochmal ein großes Stückchen Holz. Sehr schön. Da, wir gucken nochmal rein. Ich müsste jetzt eigentlich alle Begleiter gelevelt haben, weil ich heute Level 360 geworden bin. Und wir sind sogar schon ein bisschen drüber. Die Quests jetzt geben auch wieder richtig gut an, richtig gut XP, was ich sehr, sehr gut finde. Nochmal so ein. Ah, doch, die können wir ja nehmen. Denn war es doch gut, dass wir von die 10-Minuten-Quest nicht genommen haben. Dann können wir jetzt hier die 10er nehmen und sind, landen dann genau bei 2,5, was perfekt ist für die letzte Quest am Tage. Wenn wir hier mal reingucken, da kommt jetzt nichts mehr. So, ich klicke mal kurz auf die Flimmerkiste und dann machen wir. Oh, Spiel wird nicht erreichbar. Den Server hier fertig. Was hatten wir hier noch? Wir wollten hier noch schnell einen Arena-Kampf machen. Da suche ich mir mal noch einen schönen schwachen Gegner. Wir haben 3000. 600, das heißt, wir können runter bis 2700. Da sind wir auch schon. Hier haben wir einen Magier. Oh, hat sehr viel Hauptattribut, aber mal gucken, wenn wir verlieren. Verlieren wir auf jeden Fall auch viel Ehre. Ah, ne, den. Den gewinnen wir. Da müsste er jetzt schon jedes Mal kritten und das macht er nicht. So, und da ist er weg. Und 25 Gold. Den merke ich mir. Den greifen wir vielleicht in 10 Minuten nochmal an. Dann warte ich noch mit der Stadtwache. Das, könnte man sich vielleicht nochmal geben. Dann gucken wir erstmal. Oh, hier gab es einen Gildenkampf. Da gucken wir mal rein. Ah, wir wurden wieder angegriffen von 27ern. Seid mir nicht böse, Leute. Ich klicke mal da ein bisschen schneller durch. Weil ich glaube nicht, dass wir den gewinnen, weil da sind noch drei Leute im Petto. Und ich glaube, wir packen nicht mal den ersten. Nicht ganz. Ja. Passiert. Aber was soll's. Wir haben uns tapfer geschlagen, wir haben alles gegeben, wir waren gemeldet. Und hier ist schon wieder einer ein bisschen länger offline. Das heißt, wenn ihr in die Gilde wollt, macht ihr es am besten so, ihr greift mich an und dann sehe ich das hier und dann kann ich euch einladen. Und hier sind keine Level 1er dabei, die mich angegriffen haben. Von daher will da keiner in meine Gilde. Auch gut, kann ich mit leben. Alles in Ordnung. Jo, dann müssen wir hier auch erstmal das Gold abholen und können dann nochmal kurz hier unsere Farm da nochmal ein extra Gold holen und hier auch am Glücksrad drehen, hier können wir sogar zweimal drehen, hier hatte ich ein paar Filme geguckt und da gibt es Pilze, sehr schön. Ha, da haben wir sie wieder, weil ich hatte ja den einen Tag hier ein paar, oh, 6 Intelligenz haben wir aber leider schon. Schade, schade, alles andere bringt uns erstmal nichts. Schuhe mit 3 Ausdauer. Nö, 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 nö und nein. So, 3 Gold 16. Da können wir uns nichts verkaufen. Das heißt, ich hau hier erstmal. Ne, machen wir so. Dann kann ich morgen früh um 6 Uhr noch was da gleich das abholen. Passt am besten. Jo, das war's ja erstmal hier von dem Server. Wir können ja nochmal kurz in der Ehrenhalle gucken, ob da noch welche sind, die man so kennt. Ja, der Dombesch. Der hat ja früher hier ordentlich Dungeons geklopft und ist da wohl immer noch fleißig dabei. Dann haben wir hier auch noch die schwarzen Seelen. Die spielen ja auch noch aktiv. Mal gucken, wie es bei den Gilden aussieht. Wenn wir da schon mal dabei sind, können wir hier noch so eine kleine Rundschau machen. Ja, die Seeleute, schwarzen Seelen, die sagen mir gar nichts. Die habe ich damals, glaube ich, wo ich hier öfter geguckt habe, gar nicht so im Blickwinkel gehabt, ja, hier gnadenlos und die, ja, das ist schon eher sowas, was man kennt. Die Deutschen hatte ich da auch noch. Aber einige ändern ja auch mit der Zeit ihren Gildennamen, von daher. Hier weiß ich genau, hier war einer auf Platz 1, der irgendwie 25er Gilde hatte. Der zockt da wohl immer noch fleißig, aber der Ausbau. Wir haben mal geguckt,
Der ist verdammt weit unten. Von daher würde ich sagen, der macht es einfach so. Der greift alles an, was er gewinnen kann. Wenn er einen sieht, ohne Verteidigung, geht er einfach rein, nur um die Ehre noch zu kriegen. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass er hier, wenn wir mal reingucken, ja, so um die 180 bis 190 ist er im Durchschnitt. Da sind die vom Ausbau, naja, selbst hier sind sie noch höher. Ja, hier sind schon ein paar niedriger. Also so um Rang 400, denke ich mal, wäre er realistisch vom Ausbau her, wenn er normal spielen würde. Aber er ist halt ein Kamikaze-Typ und kämpft und kämpft und kämpft da in der Festung, um oben zu bleiben. Ist auch noch gut, kann man so machen. Mal gucken, wie lange er es so durchhält, weil irgendwann werden die anderen einfach schon stärkere Mauern haben, dass er die. Weil er kriegt ja maximal Leute aus den Top 100 vorgeschlagen. Und dann geht da einfach irgendwann nichts mehr. Aber mal gucken, ein bisschen kann er da ja noch weitermachen. So, dann schauen wir auch mal hier auf dem Server nach. Hatte ich jetzt hier schon den Kampf gemacht? Ja. So, wen haben wir hier? Die Extreme-Leute, genau. Den Crunchy. Und die ganzen New Era-Leute. Denn hier ein paar Polen, die noch da oben mitspielen. Denn die Elite-Gilde und auch wieder die schwarzen Seeleute. Ja, dann gucken wir auch mal, ob das in den Gildenranglisten hier genauso aussieht. Ja, schwarze Seeleute, New Era. Sind aber verdammt knapp aneinander. Von den Rang hier Raid 22, hier 26, Durchschnittslevel 100, ja, 20 Level mehr Durchschnitt. Das wird sich hier bald ändern. Bald wird denn New Era hier vorne sein. Da bin ich mir ganz sicher. Da verwette ich meine tote Oma drauf. Ja. Dann gucken wir mal rüber. Und da ist die nächste Flimmerkiste. Ah, die klicken wir auch nochmal schnell an. Denn, hups, nein, News gibt es erstmal nicht so viel. Aber wir können hier nochmal bei der Festung gucken, was hier so los ist, wie hier der Ausbau ist. Und hier sind sie auch schon fast, oh, Level 200 im Ausbau. 210. Richtig heftig. Mann, Mann, Mann. Und wie man sieht, die kämpfen nicht mal ganz so viel. Die hier ganz oben sind, das hat nichts zu bedeuten, dass man da so weit, dass man auch gut ist, wenn man viele Kämpfe macht. Weil langfristig lohnt sich das auch einfach nicht. Das hatte ich jetzt ja schon öfters erklärt. Wenn man hier mal bei mir rüber guckt. Und wenn wir da mal in die Ehrenhalle schauen, bei der Festung. Da muss ich auch gar nicht auf Platz 1 scrollen, da bin ich dann auch fast in der Nähe. Das hat einfach nicht ganz so viel miteinander zu tun, ob man da jetzt ganz oben ist. Das ist einfach nur durch die Angriffe. Aber krass, warte mal, jetzt muss ich nochmal auf den anderen Server gucken. Hier, ich habe 3100 Ehre und er hat hier 3700. Also die, das ist ja echt. Und den Server gibt es erst seit, was sind es, anderthalb, 2 Monate? Echt nicht lange. Naja, wer hat, der kann. So, was gibt's hier noch? Ja, Chefin ist zurück. Auch ein Hallo von mir. Wir können aber, bevor wir hier die Kämpfe machen, noch ein bisschen was verskillen. Ja, von den Tränken können wir leider nichts kaufen. Schade. So, dann gucken wir mal hier ins Gildenportal rum. Wir haben jetzt schon 3% geschafft. Das heißt, wir sind schon 1% weiter wie gestern. Und gekrittet, sehr schön. Und da sind wir weg. Aber immerhin, wie viel waren es? Knappe 10 Millionen? Ja, sehr gut. Und 1% weiter, dann sind wir schon bei 86. Obwohl ich das ganze, das Prozent natürlich nicht alleine runtergeklopft habe. So, und jetzt gucken wir mal rein. Wir sind bei 90%. Mein Ziel ist es, das mindestens zu halten und jetzt ein bisschen voranzukommen. Und dafür muss ich kritten, genau. 17 Millionen muss ich ihm abziehen. Und waren das jetzt schon 17 Millionen? Ach, ich sollte mal einfach mitrechnen. Ganz knapp. Also haben wir unser Ziel erreicht, sind erstmal nicht wieder zurückgefallen. Das ist erstmal gut so, weil ich rechne damit, wenn ich hier noch jetzt so ein paar Edelsteine drin habe, die jetzt aktuell sind, das heißt hier so 540er, oder ich habe ja jetzt schon bis zu 550er gefunden, dann haben wir hier nochmal, was weiß ich, 150 Ausdauer hätten wir da mehr und noch ein bisschen mehr Geschick. Vielleicht finden wir auch noch ein paar schöne große Schwarze. Da haben wir hier ja noch einen mittleren drin. Und hier zwar einen großen, der auch nicht viel besser ist, aber da wäre jetzt ja schon weit über 250, 260, wenn nicht sogar 280 drin, wenn wir richtig viel Glück haben. Und die würden uns natürlich nochmal richtig viel helfen. Durch die ganzen Geschicksteine haben wir jetzt das auch so ein bisschen weiter geschafft.
unser Verhältnis hier 40, 60-40 wieder hinzukriegen. Wir haben jetzt noch knapp 1000 geschickt zu wenig, aber das geht ruckzuck. Wenn wir jetzt hier einen Ausdauerstein wechseln, dann haben wir das schon fast wieder drin. Von daher ist das alles im grünen Bereich und wir haben richtig gut geskillt jetzt übers Goldwochenende. Das war richtig schön. 6600 Basis. Das ist was Feines. So muss das sein. Ja, Sammelalbum dauert echt noch ein bisschen. Also wir brauchen ja 97,5, um ein weiteres Prozent an XP zu bekommen für alle Quests, die wir machen. Aber wir kriegen nur 0,5 bis 0,6 pro Bildchen, was wir legen. Und das Einzige, wofür wir es bekommen könnten, wären jetzt hier im Portal. Da haben wir gerade erst eins bekommen, von daher dauert es noch ein bisschen. Und in Osteros. Osteros Lichtwelt wohlgemerkt. In der Schattenwelt müssten wir da genauso weit sein, dass wir da was bekommen. Na, na, nehmen wir das Ding. Das ist noch schön. Gibt noch ein bisschen Kohle. Ja, und den Gegner hier, den packen wir einfach nicht. Da können wir gleich mal gerne. Ne, wir machen lieber in der Schattenwelt weiter, weil da könnte der bald liegen. Aber hier, das ist echt zu heftig. Der liegt nicht. Dann wäre nur noch das Gildenportal. Da haben wir auch gerade eingelegt. Und ich müsste noch, naja, zwei Gildenportale, zwei normale Portale. Und dann könnte vielleicht mal wieder ein Prozentchen mehr XP drin sein. Aber das dauert einfach noch sehr lange. Ja, hier Ritterhalle haben wir wieder eins mehr gemacht. Seit gestern hatten wir ja 590. Jetzt sind wir bei 591. Auch sehr schön. Es kommt also so langsam alles zusammen. Ja, den Kampf wollte ich euch mal zeigen. Wir können ja hier den Anfang uns mal in Ruhe anschauen. Da ist immer sehr wichtig, dass der Magier zuerst zuschlägt und er hier nicht als erstes gleich crit. Weil wenn der erste Schlag ein Crit ist, dann ist eigentlich so gut wie jeder von meinen Begleitern und auch ich selber hin. Und wenn er hier gar nicht crittet, kommen diese Leute sogar auf drei Schläge. Da dachte ich schon, ja. Und dann so ein ganz schlechter Schlag und dann ein Crit. Der hätte liegen können. Das ist wirklich, da fehlt echt nicht viel. Ein Crit von ihm weniger vielleicht und ein Crit von mir mehr. Mit einer ordentlichen Spanne und bam. Weg ist er. Also es wird echt nicht mehr lange dauern. Und ich hoffe mal noch in diesem Level. Also wir können ja jetzt erstmal noch das XP-Event abwarten. Und das XP-Event ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt erstmal Pilz-Event nächstes Wochenende. Und dann gibt es das XP-Event. Da ich hier jeden Tag so, naja, 50 bis 60 Millionen XP mache, habe ich dann so in 10 Tagen. Na, vielleicht auch. Warte mal, wo ich 2 Tage für 100. Ja. Na, vielleicht schon ein bisschen eher. Das wäre natürlich gut, dass man dann halt genauso, wenn man so hier bei 650, 660 ist, den dann legt, dann zack, hätte man gleich ein Level ab. Das wäre perfekt. So, und da machen wir mal die Stadtwache rein. Können wir schon bis morgen machen? Nein, hier noch nicht. Bis wann läuft unser Edelstein? Ja, da machen wir die Stadtwache auch noch rein, dann bleiben wir einfach mal so lange wach. Das können wir uns ja leisten. So, und machen wir noch einen Kampf. Wen greifen wir da an? Können wir mal ihn checken. So. Und, jo, das war ja schon der halbe Sieg. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen, wollte ich sagen, aber es ist trotzdem noch spannend geworden. Und seitdem wir ein Level-Up haben, gibt es auch hier ein paar Goldklümpchen mehr für uns. Auch in der Stadtwache, glaube ich, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na, brechen wir nochmal ab, ist vielleicht doch eine Stunde zu lang. So, jetzt da gibt es, na, 5.000, 6.000 mehr pro Stunde. Das ist schon mal schön. So, und jetzt können wir gleich noch einen Dungeon-Kampf hinterher machen. Und gucken mal, ob er liegt, nachdem wir Platz im Rucksack geschaffen haben. So, was ist am wenigsten wert? Der Kackehaufen kann weg. Und dann klicken wir auf den falschen. Und jetzt aber. So, wir critten, das ist schon mal gut. Aber er trifft uns sehr, sehr hart. Und danach crit. Oh, wir haben einen Crit überlebt. Aber trotzdem. Das wird auf jeden Fall kein guter Try. Naja. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen mehr Schaden machen, aber ja, da wurde vielleicht so zwei Ausdauersockel, wurden es da bringen, dass man noch einen Schlag mehr hat. Aber dann würde ich auch weniger Schaden machen. Von daher, schwarze Edelsteine wären da echt am besten.
Da würde ich die am liebsten austauschen, weil dadurch kriegen wir halt auch noch Intelligenz und das sorgt dafür, dass er weniger Schaden macht. Aber spätestens, wenn die Pets kommen, dann wird sich das alles ändern. Dann kriegen wir hier ein paar Prozent mehr auf unsere ganzen Attribute. Ja, es gibt noch keine neuen Informationen heute, aber es ist auch erst Montag und nachdem es letzte Woche eine wahre Flut an Informationen gab, hoffe ich, dass es diese Woche auch noch was wird und ich denke mal so, gegen Mittwoch können sie vielleicht wieder was releasen. Aber eigentlich ist ja der Shakes and Fidget-Tag meistens immer so freitags, wenn denn die Wochenendevents angekündigt werden, das dann heißt, ja, da kommt noch was. Und es ist ja noch früh im April. Es soll im April sich was tun und ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt so jede Woche so ein paar Infos streuen, um die Leute einfach am Ball zu halten und zu motivieren, noch ein bisschen mehr Pilze auszugeben. Und ich habe jetzt hier bei meiner Festung erstmal schön Ruhe. Die kann jetzt erstmal ganz in Ruhe bauen, weil ich hatte auch Angst, wenn mich da jetzt noch einer angreift, oh, dann zögert sich das noch mehr hinaus. Und jetzt ist mir eigentlich egal, jetzt können die Leute mich angreifen, die können mir meine Verteidigung niederreißen, das ist mir alles sowas von scheißegal. Weil wenn die Festung fertig ist, kriege ich am Glücksrad fast doppelt so viel Ressourcen. Und jetzt habe ich ja immer so 100.000 Stein und 300.000 Holz. Und ich kriege dann fast 100, naja, 80.000 müssten es sein, was ich dann an Stein kriege, wenn ich einen großen Stein erdrehe. Und in etwa 500.000 Holz. Die genauen Zahlen müsste ich nochmal nachschauen oder bei mir in der Gilde nachfragen. Da gibt es ja schon welche, die das erreicht haben. Aber das ist erstmal noch ein bisschen hin. Und damit kann ich dann auf jeden Fall mir eigentlich alles leisten, was ich erstmal brauche. Wir können ja mal gucken. Ein Ausbau hier. Naja, da würde ich dann 2 Tage drehen müssen. Dann hätte man also das Holz nach 2 Tagen auf jeden Fall zusammen. Und beim Stein vielleicht noch ein bisschen mehr. Und die roben ja hier auch nicht alles, sondern lassen ja immer noch 10% liegen. Und hier der Steinbruch, der kostet ja so gut wie gar keinen Stein. Ein bisschen mehr Holz. Also von daher, die Dinger kann ich danach auf jeden Fall ausbauen. Egal wie man abgefarmt wird. Von daher ist das erstmal was. Und da baue ich ja dann auch schon mal wieder eine ganze Weile, bis das fertig ist. Und oh, gleich noch einer angegriffen, auch gut Schaden gemacht. Und was ich ja eigentlich bauen will, ist die Akademie. Die braucht eine ganze Menge Stein. Sollte ich dann auf jeden Fall fertig haben. Und mein bisheriger Plan wäre, wenn ich genug Ressourcen da habe, also hier schon Stein überlagert habe, also mehr wie ich hier haben kann, weil ich kann ja nur 5 Millionen lagern. Und meine Hoffnung ist, dass ich die 5 Millionen relativ früh voll kriege, dann kann ich hier noch die 200.000 knapp in dem Steinbruch lagern. Und wenn das Ding hier fertig ist, dann verbaue ich die 4 Millionen. Das heißt, ich habe dann noch 1,2 Millionen etwa übrig. Und dann brauche ich noch 1,3 Millionen, die ich aus dem Glücksrad kriege, die ich hier noch so einlagern kann, um das Ding im Anschluss gleich zu bauen. Dann kann ich das Ding fertig pilzen. Oder die Alternative ist, ich pilze das Ding gleich fertig, wenn meine Festung auf 16 ist. Kostet natürlich eine ganze Menge. Und baue dann gleich die Schatzkammer aus. Weil das ist auch ein Gebäude, was mir das bringt. Dauert 5 Tage. In 5 Tagen habe ich auf jeden Fall genug, um Schatzkammer auf 14 zu ziehen. Und dann danach vielleicht gleich Schatzkammer 15. Und dann hoffe ich, habe ich genug Ressourcen, um meine Festung auf 17 zu bauen. Und dann habe ich ausgesorgt. Und wenn nicht, baue ich zwischendurch hier noch Holzfällerhütte oder Steinbruch aus, weil alles andere macht echt keinen Sinn. Wenn ich die Schmiede ausbaue, die würde zwar gut Verteidigung bringen, aber dann müsste ich ja auch noch die Verbesserung bauen und das wirft mich dann wieder ewig zurück im Ausbau der Festung, weil wenn man mal guckt, was das an Ressourcen schluckt, da kann ich auch mich einfach mal abfarmen lassen und das, was ich am Glücksrad kriege, in der Festung einlagern, das reicht auch voll. Alternativ könnte man vielleicht noch die Mauer bauen. Ja, mal gucken. Erstmal haben wir jetzt 11 Tage die Festung, dann haben wir den 15. April schon. Und bis wir dann das Ding fertig haben, haben wir vielleicht schon Anfang Mai, dass die Zeit vergeht. Und dann gibt es schon die Pets. Mal gucken, was wir da so machen. Weil mit den Edelsteinen bin ich erstmal so zufrieden. Und ich muss auch gucken, wie es so mit den Ressourcen ist, wie die so reinkommen. Vielleicht muss man da noch ein bisschen nachjustieren, dass man halt zu viel Stein, zu wenig Holz oder so hat. Und dann hier einfach noch ein Ressourcengebäude bauen. Aber da weiß ich noch nicht, ob das unbedingt notwendig ist, weil die Bauzeiten sind ja auch recht lang. Jetzt könnten meine Lager noch überlaufen, weil ich einfach hier jetzt noch nicht
Die neue Festung habe. Aber wenn die neue Festung fertig ist, dann kann ich ja hier doppelt so viel einlagern, fast. Also 9 Millionen Stein und 27 Millionen Holz. Das reicht dann einfach mal. Und da will ich einfach hin. Und das wird schick. So, mal gucken. Noch können wir Kämpfe machen, die sich vielleicht auch lohnen. Hier gewinnen wir beides. Holz und Stein lohnt sich auf jeden Fall. Da gucken wir mal gleich zum nächsten. Und da lohnt sich wieder was nicht. Weil wenn unsere Festung fertig ist, dann gibt es ja wieder den Malus, dass wir hier bei den Angriffen weniger kriegen. Und ich will auch einfach, wie ich ja schon letztens gesagt hatte, aufhören zu kämpfen. Von daher möchte ich einfach möglichst schnell meine Festung hochziehen, dass ich auch nicht irgendwelche Leute finde, die ich angreife, die sich lohnen anzugreifen. Von daher passt das schon so. Und wenn wir mal gucken, hier bei 4M7 und auf die Festung gehen. Da haben wir hier die Lager der Festung, wie viel da immer reinpasst von der Kapazität her. Jetzt bauen wir das Ding gerade aus und wenn wir die nächste Stufe gehen, es verdoppelt sich fast immer, also nicht ganz. Und das, was wir am Glücksrad kriegen, ist abhängig von unserem Lagerkapazität, was wir haben in der Festung. Außer bei Stufe 1, da ist es ein bisschen anders, aber pff, geschenkt. Und das heißt, wenn wir hier unser Lager fast verdoppeln, kriegen wir auch durch unser Glücksrad fast doppelt so viel an Ressourcen. Und wir machen fast alle unsere Ressourcen durch das Glücksrad. Das heißt, wenn wir das Ding möglichst schnell hochziehen, werde ich jetzt meine Ressourcengebäude nur noch so hochbauen, dass es reicht, um die Festung auszubauen, um möglichst schnell hinzukommen. Die Bauzeit der Festung oder der Gebäude allgemein bei Arbeiterquartier 15 steigt um einen Tag. Das heißt, Festung 16 braucht jetzt 11 Tage, Festung 17, 12, Festung 18, 13 und so weiter und so weiter. Und am Ende sind es 15 Tage, die ich für Festung 20 brauche. Und das ist echt nicht viel. Wenn ich überlege, ich muss jetzt eigentlich immer nur die Festung hochziehen und nebenbei dann irgendwas anderes bauen. In der Zeit, wo ich die Ressourcen sammle, werde ich versuchen, nur mich auf die Ressourcengebäude und Akademie zu beschränken. Und jetzt halt noch die Schatzkammer auf 15, um einfach die 15 Plätze, also hier noch die drei Plätze zu haben, was ja meinem Schar zugute kommt, dass der hier noch mehr sammeln kann und dadurch kriege ich mehr Gold, weil ich ja die Dinger dann am Tag, wenn die Hexe das in den Kessel haben will, in den Goldkessel schmeiße und da dann wieder ordentlich Kohle von kriege. Oder zu den Epic Events kann ich mehr Items einlagern oder wenn ich ein paar Edelsteine brauche, dann kann ich da auch mehr einlagern. Aber das ist, ja, finde ich gut so. Ja, Epics habe ich jetzt nur noch 5. Ist nicht mehr ganz so viel, aber dafür haben wir jetzt hier schon, bei unserer Aura sind wir jetzt schon auf 300. Ich denke mal, ich werde morgen eins von den beiden reinwerfen, weil die haben noch einen Sockel. Vielleicht kommt dabei irgendwas raus, was unsere Begleiter noch gebrauchen können und dann können die das noch in Ruhe anlegen. Und die werden halt reingeschmissen und gleich verkauft. Sind ja auch nicht so viel wert. Von daher kann ich das verkraften. Und bis zum nächsten Epic Event haben wir die Klo-Aura wieder voll, können nochmal spülen, erhöhen das nochmal, haben hoffentlich bis dahin noch ein weiteres Level ab. So ist der Plan. Sollte eigentlich auch auf jeden Fall so klappen, weil wenn wir 5, also 20 Tage bräuchten wir, wenn wir jeden Tag hier so 50 bis 60 Millionen machen, also nicht ganz, vielleicht auch 19. Und wenn wir mal gucken, wir haben noch 21 Tage in etwa Zeit. Von daher das, also nicht ganz 20, 19 Tage. Also es wird eine knappe Sache auf jeden Fall. Von daher würde ich mich wirklich freuen, wenn der Schattenweltgegner hier liegt. Dann ist es eine sichere Sache. Aber dann hätten wir halt zwei Level-Ups, einmal Aura hoch. Das heißt, unsere ganzen Attribute, die wir hier finden bei den Epics, können um bis zu 5 Punkte besser sein. Und das wäre schon wieder ein bisschen schicker. Ja, mühselig ernährt sich das Murmeltier oder wie das so schön heißt. Von daher machen wir für heute erstmal Feierabend. War ein schöner Montag. Wir haben ein bisschen was geschafft, sind ein Level hochgegangen. Und morgen machen wir da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Bis dann.